Und willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time Master Quest. Ja, ich gehe mal davon aus, wir müssen die Kiste hier mitnehmen. Das ist Link, ich bin Yuzuna, wir sind noch immer im Wüstenkoloss. Oben war Navi auch grün. Ich hasse diese Vase. Ich kann schwören. Ja, wir gucken mal. Ups. Jetzt. Ah, okay, die beiden verschwinden. Und einer ist da. Sehr schön. Ich gehe davon aus, wir müssen die mitnehmen, weil die stand garantiert nicht umsonst auf dem Zeitfelsen. Zack. Und zack. Und ich wusste es. Ach, komm! Die sind aber auch kleiner, die Dinger. Ah, okay, das macht Sinn. Zack. Huhu. Jetzt ging die Tür da drüben auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Alle hopp. Oh, oh. Oh, gut gefangen. Okay, und die Tür war das gerade, die aufging, oder? Ja. Hm. Das war einfach. Oh, oh. Da komme ich nicht drauf. Da komme ich drauf. Oh, yeah. Geh weg. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hä? Ja, was? Ach Gott, wie soll ich denn da rankommen? Naja, wahrscheinlich nicht jetzt. Ah. Oh, Entschuldigung. Aua! Mann! Du bringst mir auch noch die Latichte. Kann ich den irgendwie killen? Oder wenigstens außer Gefecht setzen? Natürlich nicht. Das heißt, ich muss mit dem Viech hier leben. Na, ganz geil. Okay. Was macht der Schalter? Das Feuer weg. Oh, jetzt sind schon zwei. Ach komm, seid mir. Ihr seid doch scheiße. Nehmen wir erstmal den, der ist am nächsten dran. Den müssen wir hier bestimmt reinziehen. Okay, was passiert jetzt? Oh, komm. Haben wir die jetzt dauerhaft hier? Du sollst... Mann. Ich versuche ein bisschen auf den Schatten zu achten. Das ist gar nicht so einfach. So, was macht die? Grinst auch. Wie? Ah, die macht die Tür auf. Sehr schön. So, und wie kommen wir da jetzt weg? Ach so, warte. Einfach, indem ich den Schalter wieder aktiviere. Hier ist noch eine Kiste. Ach, geht doch weg, ihr Scheißteile! Da muss noch eine Kiste irgendwo sein. Oh weh, wenn da wieder ein kleiner Schlüssel drin ist. Wir werden es bereuen. Nein! Herab! Ja, dann. Ach, come on. Nein, ich. Du sollst sie. Jetzt müssen wir hier echt alle Blöcke ins Licht ziehen, nur damit wir wissen, ob einer davon vielleicht. Im schlimmsten Fall sonst. So, Moment. Ich weiß gar nicht, ob der aktiviert bleiben muss. Ich gehe mal davon aus. Das heißt, ich schieb den hier einfach raus. Geh weg.
Der ist weg. Konzentration ist hier gefragt, also nur so ein bisschen. So, und den schieben wir jetzt rein. Und wenn der nicht passt, schieben wir ihn wieder raus. Ach komm. Yay! Ach so, wir sind ja voll. Geh weg! Kann ich den hier schon einfach lang? Ne, den muss ich noch ein Stück rüberziehen. Okay. So, wir haben aber noch einen Block da. Es besteht noch Hoffnung. Das Einfachste ist, ich ziehe den hier einfach ein Stück rüber. Damit ich für den anderen einfach Platz habe. So, passe ich da noch durch? Ja, ich passe da noch durch. War das der Einzige, der hier noch rumgammelt? Ich hoffe es gerade. Ah, die Kiste. Sehr schön. Ein bisschen Munition wäre auch nicht verkehrt. Ach, komm. Treffer. Aha. So. Ach, komm. Oh. Ach, da komme ich aber rauf. Muni! Und was war drin? Ein Herz. Ja gut, die Arbeit hätten wir uns echt sparen können. Wenigstens sparen wir uns jetzt Munition. Und gehen einfach weiter. Wir haben noch... Wow! Du mich auch. Bin immer dicht davor. Stopp. Die war aber groß. Kam mir das gerade nur so groß vor. So, wo sind wir denn hier? Was wir... Och, nee. Aber ich erinnere mich, hier mussten wir als Kind durch. Genau deswegen besitzt man Naibus Umarmung. Und weg. Jo, leck mich! Bin ich rechtzeitig ausgewichen, so geht's auch. Hol mir vorher die Herzen, vergiss es. Na komm. Geht aber gut. Ha! Leck mich, geht das gut? Oh, oh, scheiße. Oh, oh. Hab ich ihn? Jawohl. Ha! Fett! Haha! Der war ja gut! Den finde ich ja klasse! So macht man's. Und nur so, ne? Oh! Hey! Was ist, Link? Überrascht mich zu sehen? Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht,
das Reisen durch die Zeit eine reine Legende sein. Reisen durch die Zeit. Link, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrules liegt von nun an in deinen Händen. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Möchtest du das, was ich gesagt habe, noch einmal hören? Nein! Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Ich bin der Überzeugung, das ist Rauru. Aber okay. Jetzt bloß nicht runterfallen. So ein Talent habe ich, wir wissen es, ne? Wuhu, die Krafthandschuhe. Wir müssen sie zwar abgeben, aber hey. Ja, natürlich sind sie für einen kleinen Jungen zu groß. Ich meine, er kann sie gerne anziehen, aber sie werden ihm nichts bringen. Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Lass mich! Guck nach unten. Ihr widerlichen alten Hexen! Ihr seid Ganondorfs eklige Sklaven! Flüchte, Link! Schnell! Ja! Verdammte Hexen! Sie setzen schwarze Magie gegen mich ein. Ja, weiße werden sie wohl nicht benutzen. Wenn sie böse sind. Ey! Also manchmal... Oh, dann behalten wir die Krafthandschuhe. Sie ist weg. Wenn ich sehen kann, zum Beispiel die Augen. So. Da muss ich doch auch irgendwo was pflanzen, bin ich mir sehr sicher. Da hinten Hymne des Sturms, glaube ich, in der Oase. Oh, das machen wir gerade mal. Roll dich ab, mein Freund! Ja, genau. Wenn er sich schon nicht abrollt. Ach komm. Geh weg. Oh, das bringt was. Sehr schön. Nur bedingt, aber hey. Oh. Machen wir mal. Hey, es bringt wohl doch nichts. Ich dachte, man könnte ihn so füllen. Ich weiß es nicht mehr. Verpiss dich, ehrlich. Ah doch, warte mal, man konnte den so füllen. Ich stand nur an der falschen Position. Hallo? Lass mich rauf. Probieren wir es nochmal, vielleicht klappt es ja. Ich glaube, den konnte man füllen. Ah, man konnte ihn füllen. So scheiße, wenn man drin steht. Ach, das war eine Feenquelle. Stimmt ja. Hier kommt halt nicht mal meine Freunde. Danke. So, aber... Wir befinden uns auf dem Weg zurück in die Zitadelle der Zeit. Denn wir müssen wieder eine Zeitreise machen. Oh, ich habe gehört, wie meine Katze aufsteht. Ich glaube, ich mache einen Cut. Komm, wir gehen noch in die Zukunft zurück. 7 Jahre voraus. Und dann mache ich einen kurzen Aufnahmestopp. Ja, sie kommt gerade. Natürlich kommst du. Muss dann jetzt erstmal die Katze kuscheln. Wunderbar, ich mache hier eine kurze Pause. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Ocarina of Time Master Quest. Und ja, dann gehen wir in den Wüstenkoloss und machen den Rest. Bis dann, ciao!